Ihr Maskenball war im Nu ausverkauft. Die Pappkameraden von Arcade Fire zogen wie Helden ins Konzert. Sogar in die alte Industriehalle brachten die kanadischen Indie-Rocker Glanz. Um ihre neue Platte Reflector zu promoten, hatte sich die Band kurzerhand mal umbenannt und brachte als Reflectors ihre Stücke und das Volk. Regeln durchbrechen die Musiker gern, genauso wie sie sich selbst nicht so furchtbar ernst nehmen. Ohne Angst vor Peinlichkeit kommen sie auch zum Interview, am liebsten mit Maske. Unsere Show soll ja ein Event sein und nicht so ein stinknormales Konzert. Wir sind gespannt, ob das auch in Berlin funktioniert. In Großbritannien jedenfalls hat es überall geklappt. Und wie steht's mit euch? Stars wie James Franco muss die Kultband nicht lange bitten, mal bei ihren Videos mitzumachen. Gern ließen sich da auch Ben Stiller und Bono verulken. Wir haben sie einfach gefragt, ob sie den Spaß mitmachen, und sie sagten, wir lieben dumme Witze. Ihre Riesenköpfe kann die Band derzeit noch stolz ertragen. Ihr neues Album schoss noch vor Katy Perry an die Spitze der US-Charts. An Übermut leidet Arcade Fire trotzdem nicht. Es kann auch sein, dass ich mich selbst belüge und in 30 Jahren vor meinen Enkeln zusammenbreche und weine. Ich habe euch mein ganzes Leben lang belogen. Eine gute Stunde Konzert reichte, um die Fans zufriedenzustellen. Ich fand's sehr gut, großartig, großes Kino. Sensationell, so gut wie noch nie, so viel getanzt wie noch nie. Alle sahen gut aus. Schaut ihn an, also der Hammer. Musik zum Mitsingen und Schwelgen, aber immer mit einem kleinen Schmunzeln. Gute Nacht, heute Nacht. Ciao.